So, Lieblingsfreunde, willkommen. Ja, Balance Patch Notes sind heute rausgekommen und keine Ahnung, wie ich es schaffe, weil ich bin echt so, ich bin Uhr im Arsch, ja. Aber deswegen kam auch irgendwie so in letzter Zeit nicht viel und wird wahrscheinlich die nächste Woche oder übernächste Woche irgendwie auch noch nicht so viel kommen. Ja, scheißegal, ich werde schauen, dass ich es trotzdem irgendwie schaffe. Normalerweise frage ich immer, ob das irgendwie so der schlechteste Balance Patch ever ist. Das wäre aber heute irgendwie unangebracht, weil, keine Ahnung, das ist einfach mit Abstand, glaube ich, irgendwie das schlechteste, was man, ich meine, die sind alle irgendwie in letzter Zeit übelst scheiße, aber das ist einfach nur noch eine Frechheit, ja. ja, so schaut's aus. Das Ding ist, das ist reingezoomt, ja. Wenn ich irgendwie mal rauszoome, sage ich einmal, das ist das ganze Ding, ja. Und halt hier dieses untere Drittel ist ja im Normalfall immer recht useless, ja. Also nur das da, keine Ahnung, wenn mein Cursor irgendwie sieht, das obere Teil da ist der Balance Patch. Wobei, wie man hier schon sieht, irgendwie allein, da hätte man das wahrscheinlich irgendwie in zwei Zeilen irgendwie. Also, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also, das Spiel ist einfach nur noch irgendwie am Sterben, ja. Es wundert mich aber auch irgendwie nicht. Also es ist, ja. Gut, ich würde sagen, wir fangen oben an. Dark Gargoyle wird irgendwie genervt. Ich meine, ich weiß nicht, ob das irgendwie der ein oder andere vielleicht mitbekommen hat. Warum, wieso? Diese Unit ist halt, wenn sie in ihrer komischen Gargoyle-Form ist, quasi unkillbar. Was jetzt irgendwie viele Leute gemacht haben. Einfach irgendwie eine Level 1 Gargoyle, ne, ohne Runen. Irgendwie in der Siege Offense halt irgendwie nehmen, die wird halt gefokust. Und wenn der Gegner irgendwas mit Attack by Reduce halt hat, dann kommt der Gargoyle halt nie dran. Ist halt unkillbar, wird gefokust. Ja, absolut behindert. Ja, 50% Chance. Keine Ahnung, ob man die jetzt überhaupt irgendwie benutzen wird, ist mir eh scheißegal. Ja, was weiter? Beatrice. So, das Ding ist, wir spielen ja hier auf Englisch, ha? Huh? Na gut, ist ja wurscht. Die Firewall hier, Damage increased 8%, Effect gained increased Critical Damage bei 100%. Ich will gerne den Critical Hit. Ja, okay, das hört sich irgendwie recht overpowered an, na, irgendwie 100% mehr Crit Damage. Okay. So. Dark Triss Meteor Strike ignores Defense bei 30, also für 30% und nachher für 50%. Jeden Harmful Effekt, der am Gegner ist. Base Damage has been slightly reduced. Okay. So. Oder warte erst, ich schaue irgendwie, ob wir das auf Deutsch irgendwie finden. Okay, keine Ahnung, was abgeht. Selbst wenn man irgendwie am Handy in-game da irgendwie schaut. Entschuldige, wer kann das lesen? Es ist in-game irgendwie auch so klein. Selbst irgendwie über die komische scheiß Steam-App kannst du es auch nicht lesen, weil es irgendwie so klein ist. What the fuck hier? Okay, was ich jetzt irgendwie gemacht habe, hier Foto gemacht und das halt irgendwie vergrößert. Wahnsinn. Nicht einmal das geht mir irgendwie. Und findest auch nicht einmal irgendwie im Internet irgendwo auf irgendwelchen Seiten halt irgendwie deutsche Balance Patch Notes. Gut. So, Yennefer Wasser. Elektrische Kugel, Wahrscheinlichkeit der Betäubung von 50 auf 70. Wahrscheinlichkeit, dass ein schädlicher Effekt entfernt wird von 50 auf 70. Was? Keine Ahnung, habe ich irgendwie Gilead das irgendwie geschrieben, dass die strippt ja gar nicht, ne? Der dritte Skill stunt und hat irgendwie eine Chance, dass du keine schädlichen Effekte entfernst. Also keine Ahnung, was mit der zweiten Zeile da ist. Irgendwie stimmt irgendwie nicht. Ja. Was er einfach gemacht wird, einfach von 50% auf 70% erhöht. Rest ist Wayne. So. Yennefer Feuer überträgt schädliche Effekte, die dem angegriffenen Ziel gewährt wurden, mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% und nachher auf 100% auf ein zufälliges. Okay, Wahnsinn. Yennefer Light. Habe ich die nicht sogar? Pacific aktiviert, wenn der Gegner vorteilhafte Effekte eines Verbündeten entfernt oder wenn der Gegner schädliche Effekte entfernt.
erhöht nach dem Passiv deine Angriffsleistung um 50% und erhöht deine Angriffsleistung des Verbündeten mit der höchsten Angriffsleistung um 30%. What the fuck, Alter, wer interessiert sowas, ha? So, Yennefer Dark. Verringert die Angriffsgeschwindigkeit für eine Runde und nachher bringt den Gegner für zwei Runden mit einer Chance von 70 zum Schweigen. Okay. Ist halt besser, aber ja. So, Mage Feuer. Effekt hinzugefügt. Stellt deine HP für jede magische Kugel, die einen Gegenangriff ausführt, um 10% wieder her. Okay, also Coco halt, ne? Wenn die halt irgendwie gefokust wird, während sie gerade ihre komischen 5 Kugeln da hat. Na gut. Alter, da wirklich, ich bin so im Arsch, ey. So. Bayek und Wüstenkrieger Feuer. Ansturm der Wut. Entfernt alle schädlichen Effekte, die dir gewährt wurden und stellt deine HP um 40% wieder her. Entfernt alle schädlichen Effekte, die dir und dem Verbündeten mit dem niedrigsten HP-Anteil gewährt wurden und stellt dann die HP von beiden um 30% wieder her, nehme ich an. Ne? Ja, okay. Das hört sich irgendwie gar nicht so schlecht an, aber ja. So, was haben wir? Wo waren wir? Polar Queen Wasser. Ja, dritter Skill. Von 25 auf 35%. Okay, aber ja, who cares? Fairy King Feuer. Hellfire. Verringert deine HP und die des gegnerischen Ziels um 30%. Nachher um 40%. Und das war's. Super. Insane, oder? Ist ja eigentlich ein Nerf für Daphnis, oder? Weil, wenn irgendwie so ein scheiß Defense Break landet und du crittest, solltest du ja im Normalfall sowieso killen, aber ja, reden wir nicht drüber. So. Ich erwarte echt schon gar nichts mehr. Also, ich finde, das ist einfach nur noch. Das ist einfach nur noch eine Frechheit. Da können einfach Leute gekündigt, ja. Die was dafür. Ich muss wirklich sagen, also das Spiel dafür, dass es ein Handyspiel ist, 10 Jahre irgendwie draußen ist, wirklich insane, ja. Ich habe keine Ahnung, wie viele 10.000 Euro da reingeballert. Aber das geht mir mittlerweile nur noch im Sack. Also diese Balance-Patches sind einfach nur noch der größte Müll, ja. Das ist echt. So. Bison Slayer Wasser, das Passive-Effekt hinzugefügt. Wenn du von einem Gegner mit zerstörten HP angegriffen wirst, erhöht die Chance, einen Streifschuss zu landen. Wow, bis zu 30%. Wow. Wow, Alter, das ist sowieso eine beschissene Drecks-Unit, Herrster, da wirklich. So. Teufelsmädchen Feuer. Fügt jeden Treffer einen kontinuierlichen Schaden zu. Zwei Runden und nachher fügt jeden Treffer zwei kontinuierlichen Schaden für eine Runde zu. Ändert das jetzt irgendwas, ha? Fügt mit jedem Treffer einen. Ja, okay, es ist halt mehr Damage halt beim ersten Zug, wenn der Gegner halt drankommt, glaube ich, ne? Ja, wen interessiert's? So, jetzt bin ich gespannt, ha? Weil ich habe das Dark Devil Maiden und ich habe es eh schon gelesen und es ist sowieso scheiße. Teufelsmädchen Wasser Dunkel. Effekt hinzugefügt, gewährt dem Verbündeten Ziel zweimal den Bedrohungseffekt. Ja, das ist so, entweder sie kriegen irgendwie Threat State oder sie kriegen halt irgendwie einen Strip. Ne? Das ist alles nur noch, ist immer das Gleiche. So, Teufelsmädchen Dunkel. Okay, pass auf, da müssen wir irgendwie ein bisschen drüber. Dingensen. Erst, wie viel ist denn das? Da. Da hättest nicht einmal Enter drücken können, du Volltrottel. Gell, dass wir irgendwie nicht viel Zeit kriegen. Mein Gott, ja wirklich. So. Verringert die Verteidigung aller Gegner für zwei Runden mit einer Wahrscheinlichkeit von 50%. So ist es jetzt. Nachher wird sein, verringert die Angriffskraft und Verteidigung aller Gegner für zwei Runden mit einer Wahrscheinlichkeit von 75%. Wenn die Verteidigung des Gegners bereits verringert ist, verringert sich seine Angriffskraft mit einer Wahrscheinlichkeit von 50%. Und das wird irgendwie auch geändert zu verringert die Verteidigung oder Angriffskraft des Gegners bereit, was? Wenn die Verteidigung oder Angriffskraft des Gegners bereits verringert ist, wird der Gegner mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% bei einer Runde. Das fuckt mich so an, Alter, ja? Ich habe dieses scheiß Vieh
Sie schaut so geil aus, ja. Und es ist so eine beschissene Drecksunit, ja. Sie kann nicht transformen in so einen übermächtigen Teufelsscheißdreckvieh, ja. Allein schon, wenn du dich transformst, das Teil hat keine Buffs oder irgendwas dann, ja. Und das Teil hat einen Skill. Man hätte machen können, dass das Teil 10 Skills hat, ja. Nein, es hat einen Skill und der braucht Attack Break, Defense Break, dass er das macht, dass er das macht. Also es ist unglaublich, ja, wirklich. Es ist absolut, wie man sowas allein schon von Haus aus designen kann, ja. Gekündigt gehört zum Bastard, wirklich. So. Erzengel, Wasser, Wind, Licht. Der Heal wird um eine Runde reduced und dafür wird aber die HP, die ist halt um 15% reduced. Wie kommt man auf sowas? Weißt wirklich, Alter, wer kommt auf sowas? Über sowas denkt nicht einmal irgendwer nach, ja? Wirklich, es ist mir unbegreiflich, sowas. Genauso wie die nächste Zeile. Ich meine, ist das behindert? Ich muss schauen, oder? Da gibt es hier schon so ein urgeiles, ja. Warte, oder? Hier. Contours Theomas. Ich meine, ist das ihr Ernst? Wie oft will man noch den Scheiß Theo bitte buffen? Also, Ifrit Wasser ist ein Passive. Erhöht deine Angriffsleistung um 30%, wenn du tödliche Angriffe erleidest. Wer kommt auf sowas? Oder das Passive wurde, weiß ich nicht, von 8 Runden Cooldown auf 4 Runden Cooldown plus Attack Buff. Was noch? Beim nächsten Balance Patch, ja? Attack Theo AOE, ja? Mit Defense Break und weiß ich nicht was alles. Ich meine, komm. Wer kommt auf sowas? Das ist abnormal, wirklich. Das ist. Ja, Ifrit Wind, ein Heal-Block. Ja, ein Heal-Block, super. Super, ja. Gut, was haben wir da? Paladin, Feuer, Wind, Licht. Zweites Skill ist das, glaube ich, gewährt 2 Runden lang Unbesiegbarkeit, wenn das verbündete Ziel keine schädlichen Effekte hat, die entfernt werden können. Okay, von einer Runde halt auf 2 Runden, ne? So, Chimera, Feuer, Rakan. Dritter Skill von 30% auf 40%. Was steht da noch? Wenn du einen Angriff erhältst, wäre diese Fähigkeit okay. Ja. Keine Ahnung erst. So, und die ganzen scheiß Indras. Irgendwas Abklingzeit reduziert, wen interessiert's? Wie viel sind das hier? 1, 2, 3, 4, 5 Zeilen, ha? Die wir wahrscheinlich in eine hätte packen können, aber da würde es irgendwie noch weniger ausschauen. Das ist wirklich. Wie man die. Das ist einfach nur noch irgendwie. Weiß ich nicht, das ist einfach nur noch Verarsche von den Leuten, die halt irgendwie das Scheißspiel zocken, ja? Ich habe echt überlegt, ich wollte eigentlich das Monat irgendwie das so ein bisschen halt irgendwie mehr investieren, aber ganz ehrlich, nicht einen Euro mehr. Ganz ehrlich, ich bin nicht einen Euro irgendwie mehr und ich hoffe wirklich, dass da andere Leute irgendwie mitziehen. Also scheiß drauf, dann ruinieren wir halt von mir ist das Spiel, soll das Spiel halt irgendwie im Bach runtergehen, scheiß drauf, wirklich. Wenn man halt einfach nichts mehr dafür bekommt, wenn die einfach nur noch das Minimum vom Minimum machen, dann ohne Scheiße, da fickt's euch. So, Twin Angels Wasser. Stört die Wiederherstellung der HP für 2 Runden, verringert die Verteidigung für 2 Runden mit einer Wahrscheinlichkeit von 30. Okay, lieber Defense Break als Heal Block, aber ja, 30% Chance ist halt irgendwie nicht so wild. Twin Angel Feuer, Effekt hinzugefügt, erhöht deine Angriffskraft für eine Runde. Twin Angel Fire Wind Dark, entfernt einen schädlichen Effekt von allen. Gewährt allen eine Runde Immunity. Also da habe ich lieber einen Cleanse als irgendwie eine Runde Immunity, aber okay. So, Cannengirl Wasser. Reduziert die Angriffsleiste, wen interessiert's? Cannengirl Feuer. Zerstört die Max-HP des gegnerischen Ziels um 50%.
des durch den zweiten Angriff verursachten Schadens. Erhöht den Schaden um 25%. Wen interessiert sei da erst? Licht, wen interessiert? Chemical Wind. Gewährt dem gegnerischen Ziel 2 Runden Unbewusstheit. Verringert die Verteidigung für eine Runde. Okay, das kommt aber darauf an. Wann der irgendwie, ob der irgendwie erst der Defense Break kommt und dann der Damage oder erst der Damage und dann der Defense Break. Ich hoffe halt irgendwie, ich meine, wen interessiert es, der scheiß Christina. Aber erst halt irgendwie Defense Break und dann Damage, ne? Das wäre halt besser. So. Da ist im Feuer. Kontinuierlichen Schaden von einer Runde auf zwei Runden. Wen interessiert, was macht der überhaupt? Wer, keine Sau benutzt den. So, und dann werden noch irgendwie diese ganzen Purees gebufft. Wind und Licht, Luft, Schnitt, Effekt hinzugefügt. Eine Runde lang kontinuierlichen Schaden. Wird geändert, so stellt die HP um 50% des Schadens wieder her, der dem Gegner zugefügt wurde. Okay, und? Und erhöht die Angriffsleistung 100%, wenn die HP nach einem Angriff voll ist. Okay, also irgendwie so ein extra Turner quasi. So, Purée Wind absorbiert die gesamte Angriffsleiste des Gegners. Okay, vielleicht irgendwie gut für Giants oder irgendwie so ein Early Giants Team, keine Ahnung. Wen interessiert's, ha? So, Purée Licht. Effekt hinzugefügt, erzeugt nach einem Angriff für zwei Runden einen Schild auf sich selbst. 50% des zugefügten Schadens entspricht, greift immer mit einem kritischen Treffer an, wenn der Gegner unter einem Unfähigkeitseffekt steht. Ja. So, Dark wird irgendwie auch gebufft. Ich glaube, der dritte Skill, eine Runde weniger Cooldown. Könnte irgendwie interessant werden für Giants, aber ja, wie so oft, wen interessiert's? Neostone Agent Wasser. Was wird da geändert? Erzeugt einen Schild, der übermäßigen Heilung entspricht. Okay. Effekt hinzugefügt, verringert die Fertigkeit Angriffsbefehl um eine Runde, wenn es keine schädlichen Effekte gibt. Gewährt allen Verbündeten eine Runde Immunity. Ja. Und das war's. Also das ist wirklich, abgesehen davon, dass 90% davon wirklich scheiße ist, ja, ist es wie immer sowieso viel zu wenig. Aber ganz ehrlich, ich erwarte echt schon nichts mehr. Also es ist wirklich, das, ich weiß nicht genau, wie das bei denen ist, ob die irgendwie so Teams haben für Balance Patch Skins, Content, was weiß ich, ja. Aber das Team, was für Balance Patches zuständig ist, also entweder die reißen sich ja mal irgendwie zusammen oder können einfach weg, ja. So, dann haben wir irgendwie noch hier Mage, Light und Dark, kriegen einen anderen Leader Skill, einmal Speed Lead und einmal Defense Lead. Da wird Awakening geändert beim Light Twin Angel, Crit Rate of Accuracy und irgendwelche Fehler. Ja, ganz ehrlich, das ist absolut, ich weiß nicht, wie lange haben wir da jetzt wieder drauf gewartet, 3 Monate oder so ein Scheiß. Das ist absolut eine Katastrophe, wirklich. Ich würde irgendwie noch mehr dazu sagen, aber es geht mir wirklich so dreckig, ja, deswegen lasse ich es einfach. Eure Meinung wie immer gerne, ja. Ich glaube nicht, dass so irgendwie eure Meinung anders irgendwie ist als meine oder die von Reddit, ja. Auf Reddit sind sich da irgendwie auch alle irgendwie einig, also es ist absoluter Müll wieder mal. Irgendwer hat schon geschrieben, irgendwie so, ja, man erwartet von Comptos eine Entschuldigung. Ich weiß nicht, leider. Ich bin mir sicher, dass die das lesen, ja. Weil die irgendwie halt auch in Reddit immer dumm surfen und alles, aber, ich meine, ja. Was soll man noch dazu sagen?